Guten Abend, ich begrüße Sie bei der Weihnachtsausgabe der Zeit im Bild am Mikroskop. Begrüßt Sie Ingrid Turnschuh. Bevor wir zu unseren aktuellen Studiogästen kommen, noch einige Meldungen vom Tag. Mausi Lugner hat sich eine weitere Operation gegönnt, und zwar diesmal am Gehirn. Die OP ist geglückt. Mausi hat jetzt eines. Bundespräsident Heinz Fischer muss es entkommen, heute im letzten Moment absagen. Der Grund, er müsse heute auf eine runde Geburtstagsfeier. Sein Anzug wird nämlich 50. Claudia Schmid ist schön langsam besorgt. Sie meinte heute im Ö1 Mittagsjournal, wenn die Bildungsdebatte in Österreich nicht bald ein Ende nimmt, haben wir bald nur mehr Bildungsdebatte. Jetzt die es ganz genau weiß, die vor allem zu Jahresende sehr oft gebucht wird. An meiner Seite jetzt die Star-Astrologin Gerda Rogers. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Rogers, auch Sie haben etwas zum Thema Weihnachten zu sagen. Also ich hätte gesehen, dass ich zu Weihnachten nur einem einzigen Stern folge, nämlich dem Zimtstern. Guten Abend. Die nicht mehr weiter amtierende EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner jetzt an meiner Seite. Guten Abend. Grüß, Herr, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Nun, ich darf dazu jetzt aber einmal eines sagen. Haben die eben einen Hahn nach Brüssel geschickt? Wobei weitaus attraktiver wäre allerdings eine Gans gewesen. Aber vielleicht fragen Sie mich, warum mein Lächeln nichtsdestotrotz besonders breit ausgeprägt ist. Ich glaube, ich habe meinen Haarknoten etwas zu streng zusammengezogen. Guten Abend! Schillernde Kristallerbin Jonas Rawowski jetzt hier. Guten Abend! Das ist die tollste, die großartigste Einladung in meinem ganzen Leben! Sie ja auch eingeladen. Jonas Rawowski, zum Thema Sparen, ist das ein Thema für Sie? Ah, ich spare überhaupt nicht, aber der Karl-Heinz, der spart sich jetzt jede zweite Mal den Friseur. Das sind immerhin 7.200 Euro im Monat. Und beim Heizen braucht man überhaupt nicht mehr sparen, weil mit den 100.000 Limo-Finanzaktien bei uns zu Hause im Keller können wir mindestens noch 3 weitere Winter überleben. Eine kurze Ausgabe. Leise pinkelt ein Reh, ein glasschiefes Loch in den Schnee. Weihnachtlich glitzert der Strahl, Rehlein pinkelt nochmal an. Guten Abend, da spricht die Innenministerin Mary Fekta. Ich darf sagen, ich habe einen Adventkalender geschenkt bekommen. Da schauen 24 Kosovo-Albaner raus und jeden Tag wird ein Fenster zugemacht.
schon ein bisschen überzogen, höre ich gerade. Christa Kummer sagt Ihnen noch, wie das Wetter morgen wird. Wie das Wetter morgen wird. Das war's heute von uns aus dem Studio der ZIG 2. Ich sag danke fürs Dabeisehen, sein, auf Wiedersehen, sehen. Guten Abend.